Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn mit unseren Nobi the Kid. Und wie schon mal in den, ich hoffe, anderen beiden Folgen, die aus meiner Sicht jetzt noch nicht existieren, stehen wir hier vor dem Eingang oder vor den Toren der Qual. Wir haben also gerade hier diesen Großpriester erledigt und haben ja auch mit Calderos gesprochen. Das haben wir hier mit unserem Nobi the Kid auch geschafft. Und jetzt haben wir Folgendes vor, und zwar ein Debüt. Ein Debüt für mich. Und zwar werde ich jetzt die Tore der Qual öffnen und diese betreten. Das habe ich nicht das erste Mal gemacht, das hatte ich schon mal gemacht. Das ist schon Jahre her. Da hatte ich das schon mal versucht, bin danach aber auch relativ zügig mit draufgegangen und habe es dann nicht mehr versucht. Das ist ja für die Story auch nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung, aber ich würde es mit unserem Nobi the Kid einfach nochmal probieren. Übrigens, den Typen hier zu erledigen, fiel ihm sehr leichter. Na? Ja, um euch hier auch nochmal mit abzuholen, falls ich es in den letzten beiden Folgen nicht gesagt habe, meine letzten beiden Aufnahmen sind versaut. Ich habe eine ganze Stunde Aufnahme gemacht und es hat das Audio hat nicht funktioniert. Ich hatte schon Schwierigkeiten bei der ersten Videoaufnahme bezüglich meines Mikrofons hier. Das hat erst nicht funktioniert, das konnte ich dann wieder aktivieren und das hat sich dann irgendwie mittendrin nochmal abgeschalten. Und nicht nur das, die komplette Aufnahme war auch der Sound des Spiels nicht zu hören. So, und ich wollte jetzt keine Folgen mit hochladen, wo der komplette Audio fehlt oder das komplette Audio fehlt, sondern nur Video funktioniert. Das ist es ja auch nicht, ne? Deswegen werde ich diese verloren gegangenen Aufnahmen noch einmal nachproduzieren und zwar mit einem anderen Charakter dann nochmal mitfüllen. Ich hoffe, dann hat sich das eine mit dem anderen nochmal interessanterweise verknüpft. Ja, so. Ich schaue immer wieder mal, Entschuldigung, auf meinem Sound, dass der auch funktioniert und nicht sich wieder mittendrin mit abschaltet. Ich hoffe, dass das funktioniert jetzt, das läuft jetzt. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. Jawohl, wir öffnen das mal. Okay, so, dann betreten wir das mal. Verbotene Domäne. Die eine Verbindung zum Rift Gates scheint an diesem Ort zu fehlen. Alles klar. Also, wir können das hier nicht mehr nutzen, so wie das aussieht. Funktioniert nicht. Das war's. Und was können die hier abgehärtet? Monster haben eine stark erhöhte Gesundheit, aber verringerte Gesundheitsregeneration. Ich glaube, das Tor ist wieder zu. Und korrumpiert. Monster sind resistent gegen Chaos, aber anfälliger für Äther. Hm. Egal, wir machen weder K-Schaden noch Ida-Schaden. Ja, so. Okay, noch ist es die gleiche Karte. Stufe 50. Okay, Stufe 50, die sind circa 5 Stufen stärker. Na gut. Ja, es rund funktioniert noch. So, weiter geht's. Dann betreten wir mal den nächsten Ruineneingang. Leiden. Die dritte Stufe. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was auf uns hier wartet. Sogar 7 Stufen höher. Ich habe einen mit 52 gesehen. Ah, hier sind noch welche. Ja, vielleicht wäre das auch, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen zu früh. Vielleicht sollte man das erst angehen. Hier war doch irgendwas. Ach, hier.
wenn wir den ersten Gegner besiegt haben, aber wir werden es einfach probieren. So, ein Heldenmonster. So, mal ein bisschen schauen, was hier los ist. Kostet das Energie? Nee, das schwirrt hier nur so rum, ne? Nehmen wir mal ein bisschen weg hier. Die umkreisen hier irgendwas, oder? Die Geister? Ein Klingenblattgeliebe? Ein Zweihandschwert. Auch das behalten wir mal. So. Ja, Kyoko durch. Erstmal gucken, geht es hier noch irgendwo weiter? Nee. Aber ich will natürlich nichts übersehen. Hier haben wir noch eine. So. Keine Geheimgänge hier. Nein. So, diese Kiste haben wir geöffnet. So. Hier nochmal schauen? Nee, hier haben wir nichts, ne? Nee. So. Runter. Bisschen höher. Hä? Hey. Was ist denn das da? Eine Falle, wa? Das hier? Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht abschießen, erledigen. So, die scheinen hier auch etwas häufiger zu sein. So. Hier haben wir wahrscheinlich auch noch einen Geheimgang geöffnet. Gieriger Schlund. Einhand, wieder Einhandschwert. So. Hier war bloß eine kleine Kammer. Nehmen wir mal die unheilige Schrift, können wir mitnehmen. Na, schnell wieder eingekesselt. Hat jemand gesaubert. So. Wo kommen wir denn hier lang? Hier! Was ist denn das? Ein ganz normaler Faustschild? Das ist doch bestimmt wieder irgendwas für einen Schaman. Für einen Schaman. Das ist ein legendärer Einhand-Streitkolben. Ist das. Sieht aus wie ein Schild. So, den nehmen wir mal mit. Dann können wir wieder mit zwei Schilden oder ein anderer Held, ein Schamane, kann denn mit zwei Schilden kämpfen. Zumindest sichtlich. Haben die wieder irgendwie so ein Spaßteil hier, wa? So wie das aussieht. Aber ein violetter Gegenstand. Immerhin. Ja. So.
Ja, okay. Weiter. Wir schleichen uns vorsichtig ran. Von hinten greift uns eine Waffe an. Ja. Leckt ein bisschen. Ja, Ton funktioniert noch. Ton funktioniert noch. So, weg sind sie. Hier kommen wir nicht durch. Wenn wir von der anderen Seite da ran. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Ja. Okay. Okay, hat gereicht. So, eins kann ich euch nochmal mit zeigen. Das konnte ich ja die letzten beiden Folgen euch dann, also habe ich euch die letzten beiden Folgen schon gezeigt, ihr habt es noch nicht gesehen. Ja? Und zwar hatten wir in den letzten beiden Folgen, die ich mit den anderen Charakter gegangen bin, zwei Devotion-Schreine aktiviert. So, und da kann ich ja nochmal mit drauf gehen. Was hat denn das gebracht? Also erst einmal hier nur nochmal, um euch mitzunehmen. Ich habe nur 3 Punkte reingesteckt. Wir sind ja hier eine Stufe gestiegen von 45 auf 46. Und zwar habe ich bei dem Inquisitor die Punkte hier in tödliche Zielgenauigkeit reingesteckt. Ja, da waren vorher 2, jetzt sind 5. Und wir haben damit unseren kritischen Schaden erhöht. Und zwar einmal die Wahrscheinlichkeit. Dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ein kritischer Schaden verursacht wird, dann überhaupt das Prozentual der Schaden erhöht wird und dann nochmal Qualität, die Angriffsqualität wurde auch nochmal erhöht. So, dazu, das war's hier zu diesen Punkten. Dann, bevor ich zu Devotion komme, kurz nochmal ins Charakterfenster. Hier habe ich ein paar Punkte in Konstitution reingesteckt. Die habe ich erhöht, um unsere Gesundheit etwas besser zu gestalten. Ich habe trotzdem 10 Punkte behalten, weil ich nicht weiß, wie viele Punkte brauche ich für Raffinesse, um am Ende hin die besten Waffen zu tragen. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Punkte brauchen. Und bei Geist, auch hier weiß ich nicht, ob man nochmal den einen oder anderen Punkt reinstecken könnte, weil wir damit unseren Schaden hier nochmal kräftig erhöhen könnten. Ja, deswegen lasse ich hier immer nochmal ein paar Punkte in Reserve. So, und last but not least, Devotion. Liebe Leute, diese beiden Devotion Punkte habe ich hier in unseren Geier mit reingesteckt. Heißt der so? Geier, genau. Und zwar haben uns hier diese beiden Sterne hier oben noch gefehlt. Einmal habe ich hier, beides hat was mit Angriffsqualität zu tun und Raffinesse. Mit Angriffsqualität zu tun. Und dann kommt hier nochmal Widerstand dazu, und zwar Lebenskraftwiderstand und Chaoswiderstand. Und auf der anderen Seite haben wir dann nochmal unsere Raffinesse und unseren Geist, also das Attribut, die Attribute nochmal erhöht. Und letztendlich hat uns das 5 Punkte in Chaos gebracht. Das heißt, vorher hatten wir 1 Punkt, jetzt haben wir 6 Punkte. Und das war's. Und dann hat sich dann etwas aktiviert. Und zwar hier unten. Einmal Solaels Hexenklinge und einmal die Hydra. Und dann wäre die Frage, bringt uns eins von diesen beiden überhaupt irgendwas? Und wir wollen ja hier hin. Wir wollen ja hier hin zu dieser Fackel. Fackel. Ja, da wollen wir hin. Und dafür brauchen wir 8 an Chaos und 15 an Übernatürlich. Und wir haben insgesamt 6 bzw. 13. Das heißt, hier oben brauchen wir noch 2 Punkte. Und hier unten brauchen wir auch noch. Nee, da brauchen wir 3 Punkte. Ne? Und die Hydra, die würde uns bringen tatsächlich 2 Punkte hier.
und die würde uns bringen 3 Punkte. 3 Punkte, tatsächlich genau die Punkte. Nee, 2 Punkte brauchen wir auch hier. Von 13 auf 15, 2 Punkte. 3 Punkte kriegen wir hier. Das heißt, wenn wir die Hydra vollständig machen würden, reicht das aus, um diese Fackel zu aktivieren. Und dann wäre natürlich die Frage, bringt uns die Hydra was? Schauen wir mal kurz mit drauf. Also erstens, diese Überraschung, die hatte ich auch schon in den anderen beiden Folgen gehabt. Wir brauchen natürlich eine Fernkampfwaffe, um die Hydra nutzen zu können. Und ja, wir sind Fernkämpfer. Wir haben eine Fernkampfwaffe und von daher bringt uns die Hydra auf jeden Fall schon mal was. Und jetzt gucken wir uns mal die Punkte mit an. Attributpunkte, Angriffsqualität. Und dann hier, nochmal Angriffsqualität. Wir werden also weiterhin stärker. Physischer Schaden und wieder Angriffsqualität. Was bringt der Kopf hier oben? 50% auf alle Schadenstypen und Angriffsgeschwindigkeit. Hier Angriffsschaden in Leben umgewandelt. Das ist eine, ich sag jetzt mal, so eine indirekte Defensivfähigkeit. Angriffsgeschwindigkeit auch nochmal oben drauf und als letztes physischer Schaden, Angriffsqualität und Verlangsamungswiderstand. Ein kleiner Widerstand ist mit bei, ein indirekter Widerstand ist mit bei, ein sehr wertvoller. Ja, ansonsten sehr viel auf Angriff, bringt uns als richtig was. Also von daher, die Hydra hilft uns auf jeden Fall weiter und dann sogar noch, dass diese Fackel, dieses Sternenbild hier aktiviert werden könnte. Super, klasse. Reichen unsere Punkte? Die reichen auf jeden Fall noch aus. Wir haben noch 32 Devotion Schreine können wir noch aktivieren. Das reicht auf jeden Fall noch mit aus. Also da haben wir noch viele Punkte auch noch für andere Sternbilder. Mal sehen, was wir dann später mal machen können. So. Das war es kurz mal zur Einführung. Für mich war das jetzt doppelt, für euch war das jetzt neu. So, dann machen wir hier mal weiter, ne? Hier, das Stückchen scheint hier noch irgendwo zu sein. Mal schauen. Hier ist irgendwas verschlossen. Ja, dadurch, dass wir hier sowieso nichts aktivieren können, wir müssen entweder hier wirklich bis zum Ende durch oder wir müssen hier drauf gehen. Der wird sich jetzt schließen. Bitte lass mich nicht draufgehen. Naja, die sind alle ein bisschen stärker. Ach nee, das bleibt offen. Na gut. Spielt aber keine Rolle. So. Der hat tatsächlich noch überlebt. Ja, noch funktioniert alles. Ich laufe mal hier außen lang. Nichts übersehen. Oh, ist doch größer als gedacht. So, mal kurz gucken. Oh, der ist hartnäckig. Stufe 53, der ist wirklich hartnäckig, der Junge. Hellvrace. Meine Güte. Den habe ich richtig voll gepumpt. Nein, was war das? Eine Falle, wa? Das hier? So, hier geht's. Da geht's weiter. Warum kann ich das nicht erledigen? Die kommen hier nicht durch. Wie hat sich denn das angehört? Komme ich hier hoch? So. So, hier komme ich nicht weiter, wa? So, okay. Das schließt sich tatsächlich. Na toll. Jetzt schließt sich das.
Irgendwo ist der Starke. Oh, der ist erledigt. Da kommt der Nächste. Wer ist denn das hier eigentlich? So, der ist erledigt. Okay. Da kommt noch einer. Okay. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen, Leute. Huch, der taucht jetzt gleich wieder auf irgendwo. Na komm, wir sammeln mal hier ein bisschen auf. Oh. Jetzt ist es wieder... Oh, alles klar, okay. Jetzt ist es wieder offen. So, hier haben wir nichts, ne? Nee. So, dann gehen wir hier wieder runter. Andere Seite wieder runter. Irgendwas? Nee. Hier? Auch nicht. Na toll, die haben bloß darauf gewartet, dass ich hier reinwandere. Ja. Hier sollte ich lieber nicht reinwandern. Alles klar, hier war der Stein voll. Hier konnten wir nicht durch. Das hatten wir. Glaube ich. So. Okay, dann müssen wir jetzt mal den Weg wieder zurück. So. So, hier hatten wir alles erledigt. Na, jetzt lass mal liegen hier. Und dann geht's hier weiter. Ruineneingang. Der nächste Eingang. Der nächste Eingang. Wir sind Qual. Jetzt sind wir in Qual. Hier, gucken wir weiter. Da müssten wir doch eigentlich jetzt langsam mal aufsteigen wieder, war, oder? Oh, da ist ein... Der hier? Na komm. Das war okay. Ether. Oh, das hat hier aber wieder gezogen, oder? Ich will hier bloß mal schauen. Natürlich, natürlich. So, hier oben. Ach, da geht es ja auch noch weiter. Aber wir gehen erstmal hier unten lang. So, hier ist wieder Meister Lampe. Der ist doof gestanden. So, hier kommen wir nicht weiter. Da ist ein Stein vor. Schrott. Der Wursche Stufe 7. So, ein bisschen Schrott, okay. Wir haben zwar einen Revolver. Aber den brauchen wir nicht. Hier geht's runter. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Da ist ein Stein vor. Und den Geheimgang auch nicht. Okay, dann müssen wir wirklich die andere Seite lang.
So. Okay, dann gehen wir hier rüber. Na toll. Die Frage ist, sind diese Totems hier auch, sind die Totems auch stärker? So. Was ist denn das da? Was haben wir denn da? Mariskas, verlorene Waren. Ah, mit denen können wir noch handeln. Klar, der hat ja auch das hier drüber, ne? Na Junge, du wirst aber nicht unbedingt viele. Kunden haben, oder? Ich meine, wer sagt denn schon hier, na komm, gehen wir hier mal einkaufen. Ja, okay, sehr schön. So. Haben wir hier irgendwas? Nee, das ist nichts. Na okay, pass auf, denn werden wir mal ein bisschen Handel mit dir treiben, oder? Das machen wir mal. Der Gegenstand kann nicht verkauft werden. Ach, wir können nichts verkaufen? Ah, okay. Also, das Zeug, können wir das wenigstens wegwerfen? Also wegwerfen können wir das Gott sei Dank. Nicht, dass wir unser Lager hier vollhauen. Nee, wir können hier nur Sachen kaufen, ne? Bereits erlernt. Okay. Wir könnten ja also, wenn wir nicht genug haben, Gesundheitstränke kaufen. Die haben wir aber. Ja, hier, wir haben genug Gesundheitstränke. Was anderes geht auch kaum. Genau, eine Fernkampfwaffe haben wir nicht. Also so viel hat er nicht. Wahrscheinlich, um sich hier nur noch mal, weil man hier nicht mehr rauskommt, ne? Dass man hier vielleicht sich noch mal mit den Notwendigsten eindecken kann. Und dann geht's los. So, was machen wir hier? Wollen wir es versuchen? Wollen wir es wagen? Naja, es ist sowieso zu spät. Komm, weg hier, weg hier. Ein Heldenmonster getötet, okay. Alles klar geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und der Ton läuft noch. Jawohl. Was ist das denn? Entschlossenheit des Dämons. Des Dämons. Ach, verdammt. Legendäre Nebenhand. Es ist etwas für. Ja, für wen eigentlich? Was hat denn? Säureschaden und Chaosschaden. Giftschaden. Lebenskraftschaden in Chaosschaden umgewandelt. Es ist etwas für einen Zauberer. Aber es ist ein violetter Gegenstand und von daher nehmen wir ihn auf jeden Fall mit. Bauplan. Noch ein Bauplan. So, wir setzen mal hier einen Konstitutionspunkt mit ein. Jetzt ist das Lager hier schon richtig voll. Bereits erlernt. Das können wir erlernen. Und das hier unten können wir auch erlernen. Okay, haben wir mal wieder was Neues gelernt? Und ein paar Fähigkeitenpunkte. Wir gehen mal nochmal auf Inquisitor. Und wer denn? Was ist das hier? Okay, erhöht den Feuerschaden. Erhöht den Feuerschaden. Können wir nicht noch irgendwas mit Resistenz machen? Das wäre vielleicht nochmal interessant, ob wir sowas irgendwie machen können. Ja, das da oben lassen wir mit einem Punkt. Was ist das hier?
Worte der Erneuerung. Obwohl das natürlich wieder gut ist. Verteidigungsqualität und die Laufgeschwindigkeit steigt. Aber was ist denn? Das müssen wir mal probieren. Das probieren wir mal. Da muss ich mal einen Punkt reinstecken, um das mal auszuprobieren. Aber ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die lässt nach. Ne? Worte der Erneuerung. Genau. Das lässt nach. Aber bringt uns etwas. Lassen wir das alles liegen, ja. Wiederhergestelltes Leben. Weniger Schaden durch tonische und übernatürliche. Verteidigungsqualität ist höher und die Laufgeschwindigkeit ist höher. Okay. Und dann machen wir das so, oder? Alles klar. So, ein bisschen haben wir hier noch zu erforschen und ob wir hier wirklich weiterkommen bis zum Ende oder ob wir dann draufgehen. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Beardman. Tschüss, Leute.